Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Manchmal macht einfach die Gelegenheit Bilder. Ich fliege gerade von Osnabrück zurück in die Eifel und da liegt wie sonst auch die Kontrollzone Dortmund im Weg herum. Ich wollte schon länger mal eine Runde um den vor etlichen Jahren neu entstandenen Phönixsee machen, von dem ich vor einiger Zeit mal etwas gelesen hatte. Das ist nun die Gelegenheit. Im Funk ist nichts los, okay, denke ich. Das ist dann gleich auch die Chance, mal nach einem Low Approach zu fragen. Hier in Dortmund habe ich das schließlich noch nie gemacht. Der Tower hat kein Problem damit und schickt mich direkt in den Queranflug. Auch die Runde um den See genehmigt er mir sofort. Von Weitem sehe ich den Phönixsee schon in der Nachmittagssonne funkeln. Es ist ein künstlicher See auf dem ehemaligen Gelände Phönix Ost im Dortmunder Stadtteil Hörde. Bereits 1843 begann man hier in der Hermannshütte mit der Stahlproduktion. In den letzten 50 Jahren gehörten die Anlagen zunächst Hösch, dann Krupp, später ThyssenKrupp und zwischen 1998 und 2001 schlossen Hochofen und Hermannshütte schließlich für immer ihre Tore. Nach dem Verkauf einiger Anlagen nach China blieb hier nur ein großes Loch und 160 Jahre Industriegeschichte im Ruhrpott gingen zu Ende. Ab 2006 wurden dann insgesamt 230 Millionen Euro investiert. 2010 wurde der See geflutet und seit 2011 ist auch der 3 Kilometer lange Rundweg um den See fertig. Aber selbst heute stehen noch jede Menge Kräne in der Gegend herum.
Ist denn überhaupt außer Penthäusern und auch ein paar Sozialwohnungen noch etwas vom ehemaligen Stahlzentrum geblieben? Ja, ist es. Dieser Rest heißt Thomasbirne, benannt nach dem britischen Verfahrensentwickler Sidney Thomas, und in ihr wurde aus Roheisen Stahl gekocht. Dieses Teil ist 7 Meter hoch, wiegt schlappe 64 Tonnen und steht heute auf der kleinen Kulturinsel. Die Thomasbirne steht für 160 Jahre Stahlproduktion in Dortmund-Hörde und ist damit ein Symbol für gelungenen Strukturwandel im Ruhrgebiet.